Hi Ladies! Marie fragte mich nach einem Strandkleid für ihren Urlaub, denn sie will im Urlaub als Single bei der Männerwelt auffallen und dafür wollte sie meine Hilfe. Und hier habe ich ihr ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was sie wirklich glücklich gemacht hat. Und dieses Outfit möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, doch bevor ich im Detail verfalle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch mal alles, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt zum Kleid, denn hier habe ich ein Kleid von Buffalo London rausgesucht, was ein perfektes Strandkleid meiner Meinung nach ist, denn es ist ein sehr leichter Viskosestoff und es hat dieses Muster, was dieses Jahr wieder voll in Mode ist. Die letzten paar Jahre waren ja die einfarbigen Strandkleider sehr in, aber das war gestern. Dieses Jahr gehen wir endlich wieder in die Orient-Richtung sozusagen mit den Ornamentikmustern und Flor, diese Blumenverzierungen sozusagen. Und ich liebe es. Es sieht wunderschön aus und gerade wenn man ein bisschen braun gebrannt ist, ihr seht es, es sieht wunderschön aus. Noch der Hinweis, der Stoff, dadurch, dass das sehr leicht ist, trocknet sehr schnell. Also ihr braucht da auch keine Angst haben, wenn man das nasse Bikini noch drunter hat, dass das irgendwie dann durchschimmert oder irgendwas, sondern das Kleid trocknet sehr schnell und somit habt ihr dieses Problem auch nicht. Vielleicht, was ich hier noch erwähnen sollte, ist der wunderschöne Ausschnitt, denn das Kleid wird ja obenrum durch eine kleine Kordel gehalten, was ihr selber bestimmen könnt, wie euer Dekolleté aussieht. Denn wenn ihr große oder kleine Brüste habt, wisst ihr, da wird es manchmal schwierig, dass es wirklich schön passt. Und hier könnt ihr es wirklich euch selber aussuchen, wie ihr es machen wollt, damit es perfekt auf eure Figur passt. Ist das nicht genial? Und genial ist auch die Santalette, die ich dazu rausgesucht habe. Denn hier, schaut sie euch an, die Santalette ist komplett aus silbernen Leder gefertigt und drumherum mit Stickereien und Perlen verziert. Ich könnte fast behaupten, diese Santalette ist für das Kleid gemacht. Oder vielleicht auch andersrum. Jedenfalls, diese Santalette ist wirklich ein Traum und macht dieses Outfit wirklich zu einem Eyecatcher am Strand. Und man könnte schon fast hier sagen, die Männerwelt wird euch hinterher schauen. Doch um dahin zu kommen, braucht ihr auch eine wunderschöne Tasche, wo genug für den Strand reinpasst. Und da habe ich euch hier eine Strandtasche, könnte man sagen, herausgesucht, obwohl es eine doch fast schon normale Handtasche ist, die geflochten ist, aus geflochtenem Material. Also sprich, wenn ihr zu Hause eine Handtasche habt, die geflochten ist, entweder aus natürlichen Materialien oder auch künstlichen, es ist fast egal, obwohl ich mehr zu diesen natürlichen Materialien tendiere, dann ist das die Tasche für den Strand. Und wie ihr es seht, passt sie perfekt zu diesem Kleid, zu diesem Outfit und wird euch quasi nochmal unterstützen, um einfach wirklich lecker auszusehen. Doch ein kleines Problem gibt es immer am Strand. Denn jede Frau schminkt sich gerne. Entweder viel oder wenig, das ist egal. Aber man schminkt sich gerne. Und am Strand ist das meistens nicht ganz möglich. Und wie könnte man das am besten kompensieren? Natürlich mit einer wunderschönen Sonnenbrille. Und bei Marie weiß ich, sie hat eine etwas dunklere Haut. So ähnlich, wie man es jetzt hier sieht. Und da passt so eine goldene Pilotenbrille perfekt dazu. Sie ist leicht verspiegelt und macht dieses Outfit Endeffekt wirklich komplett und Marie wird wahrscheinlich aus dem Urlaub wiederkommen, vielleicht mit einem neuen Mann, würde ich mal sagen. Und wenn ihr wie Marie ein Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so detailliert wie möglich zu was für einer Veranstaltung oder sonstiges und wie groß ihr seid, welche Haarfarbe, also so detailliert wie möglich, damit ich auf euch genau ein Outfit zusammenschneiden kann, dass ihr dann hier vielleicht morgen schon seht. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal, denn wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr auch in Zukunft keine wunderschönen Outfits, die ihr dann wahrscheinlich noch mit einem richtig guten Deal bekommt. In diesem Sinne, Marie, ich wünsche dir schönen Urlaub und euch mit diesem Outfit viel Spaß.